Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Ja, wir sind gerade noch groß dabei. Ich rieche Blut! Unsere Armee aufzubauen. Für den Kampf gegen die Eiselfen hier oben, die uns ein bisschen im Weg stehen. Wir müssen jetzt halt immer noch auf etwas mehr Nahrung warten. Wo bist du? Hier. Dass ich wenigstens noch auf die 60 Einheiten hochkomme. Auf mein Zeichen! Zum Angriff! Zwei Eisformerinnen, das ist okay. Zu Befehl. Haltet durch, Männer! Verstanden! Schickt sie zum Seelenfluss! So. Gut. Also ja, noch 10 weitere, dass ich wenigstens... Darf ich töten? Was? Wie? Dass ich wenigstens 10 Zerbalmer rausholen kann. Hier, sofort! Nein, nur du. Dass wir mal noch ein bisschen auskundschaften, was uns da im Weg steht. Als Wächterin, als Beschwörerin, ja. Nichts Mächtiges, aber Nerviges. Und vor allem die Eistürme. Deswegen ja die Zermalmer, damit wir die schnell aus dem Weg räumen. Wir haben beide Orks hier unten die letzten Reste an Holz klopfen. Eisenknappheit haben wir auch ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Wir haben nämlich genug Eisenvorräte. Also ich meine Eisenknappheit mit den Vorkommen sind schon alle ziemlich abgegrast, abgebaut. Steine haben wir mehr als genug, um jederzeit neue Werfer auszubilden. Holz geht so. Hauptproblem ist die Versorgungslinie an Ork-Truppen von hier unten aus. Ja, die Nahrung kommt wenigstens langsam rein. Ich baue sicherheitshalber mit den Trollen noch ein Nahrungslager. Ich weiß nämlich nicht, ob das Nahrungslager von den Orks auch für die Trolle zählt. Die Nahrung ist wenigstens übergreifend. Gut. Darf ich töten? Trolle haben nicht unbedingt Magie, obwohl sie Mana haben. Krieg! Aber Mana hat das liegt an. Eigentlich so gut wie alles, auch das, was kein Mana braucht. Will ich rufen? So, du kannst ruhig das Nahrungslager aufbauen. Wir haben die Nahrung für das nächste Upgrade. Wir können damit unsere Zermalmer rufen. Und können dann zum Angriff übergehen, weil während wir angreifen, wird weiter Nahrung gesammelt für die Rune zu Befehl.
die nächste. Für die nächste Ausbaustufe der Bevölkerung. Was denn? Ihr helft mal hier beim Bauen mit und dann können wir euch zu dem Steinvorkommen oben mal wieder umswitchen. Jedenfalls 3 von euch. Und ja, man sieht, Zermalmer brauchen auch ihre schöne Zeit. Eine Eisformerin und noch eine Eisformerin. Hier, sofort! Für die Freiheit! Feindlicher Angriff! Schließt die Reihen! Solange da nur 2 Elfen immer kommen und ich wieder 6 oder so, ist das kein Problem. Die allein mit unseren Heroes zurückzuhalten. Auf mein Zeichen! Sofort! Zweiter Zermalmer. Und ja, ich hätte wahrscheinlich erst die Zermalmer ausbilden sollen und dann die anderen Einheiten. Weil derzeit kann Nahrung gesammelt werden. Aber wie heißt es so schön? Im Nachhinein ist man immer klüger. Darf ich töten? Was denn? Zu den Waffen! Lauft! Wenn man sich so ein bisschen ansieht, könnte man meinen, Zermalmer wären die größten Brüder von den Veteranen. Also genauso ausgerüstet. Zu den Waffen! Und ich weiß gerade echt nicht mehr, ob 70 oder 80 die letzte war. Uns fehlen auch noch 2 Trolleinheiten. Oh, und wir könnten den Hexer gegen die Mentalistin dann austauschen demnächst. Ja, zum Glück haben wir mittlerweile wieder Ordnung, was die Sachen so angeht. So, 5 sind fertig. Die anderen 5 werden noch ausgebildet. Und wir haben schon wieder 500 Nahrung zusammen. Ja, wie gesagt, das war sowohl der Fehler. Hätten die Brander und die Werfer als letztes ausbilden sollen. Weil die Zermalmer, die brauchen echt eine lange Zeit zum Ausbilden. Die sind auch so mit Abstand das Stärkste, was die Trolle so auf sich gestellt hinkriegen.
Weil für Berserker... Ja, sieht man, braucht man Eisen und Trolle können selber kaum Eisen abbauen. Also sie haben kein Abbaugebäude, sie könnten es nur manuell mit ein paar normalen Arbeitern machen. Was aber, glaube ich, auch recht gut gehen würde, weil Berserker kosten nicht viel Eisen. Würde halt auch wieder drauf ankommen, wie weit das Eisen von den Trollen entfernt ist. Oh, Frostwesen, du hast wahrscheinlich... Ihr tötet hier die Eisformer. Ne? Sieh mal einer an. Eisformer und eine Eisbeschwörerin dieses Mal wieder. Die Beschwörerin ist das Hauptziel. Aber ja, ich glaube, es gab noch zwei Erhöhungen. Einmal für 2500 Nahrung und einmal für 3000 Nahrung. Auf meinen Befehl. Zur Ehre Aonies! Haltet durch, Haltet Männer! Durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Oh, Meisterring der Diebe. Auf mein Kommando! Schnell. Und wie viele sind es noch? Zwei. Geht's los von mir aus? Wie gesagt, da können wir die Jungs vorschicken. Mit ihren Eiskeulen und ihrem Eisschutz. An denen wird das meiste dann abprallen. Dann ziehen wir unsere Zambalma hinterher. Geht's von mir aus? Damit die mit den Eistürmen kurzen Prozess machen. Ja, die Holzfäller haben mittlerweile auch nichts mehr zu tun. Hier wird das Holz langsam dann auch wahrscheinlich rar, aber wir haben ja genug Holz. Oh, der letzte. Was? Wie? Krieg! So, ihr folgt mal dem Ork-Titan. Was denn? Auch gut. Verstanden. Ja, sofort. So, das heißt, wir Schnell. Gehen mal zum Angriff über. Ich fühl... Was denn? Auch gut. Ja. Sofort. Wo kommen die her? Was ist passiert? Was? Ein Gegenangriff! Ja, die zwei Balber, die können echt kurz einen Prozess mit Türmen machen. Die meinen es ernst! Meine Keule! Ja, zeig vor! Die meinen es ernst! Was ist? Was ist? Auch gut. Hinterkunft! Was wollen die? Was? Wie? So, lassen wir auch die Berserker da hochstürmen. Die sollen was weggehen! Verstanden! Ja,
Folgt mir! Wo ist meine Keule? Folgt mir! Darf ich töten? Was denn? Verstanden? Ja. Auf meinen Befehl. Für die Freiheit! Na schön. So, da kommen wir gut durch.